Wer abnehmen möchte, braucht einen aktiven und angeheizten Stoffwechsel. Wenn du frustriert bist, dass du einen lahmen Stoffwechsel hast, dann zeige ich dir meine 5 Stoffwechselbooster, von denen ich wette, dass du sie noch nicht kennst. Ich wünschte, ich hätte das früher gewusst, wäre mir viel erspart gewesen. Achtung, bleibe bis zum Schluss. Ich zeige dir, wie du noch zusätzliche Power reinbringen kannst. Zuerst einmal, was bedeutet der Stoffwechsel? Ganz simpel gesagt. Der Stoffwechsel ist der Prozess, bei dem der Körper Nahrung in Energie umwandelt. Also alles, was du isst und trinkst, ist stoffwechselfremdes Material, muss dein Körper in stoffwechseleigenes Material umbauen. Der Stoffwechsel spielt eine entscheidende Rolle beim Abnehmen, und zwar aus folgenden Gründen. Energieverbrauch. Der Stoffwechsel bestimmt, wie viele Kalorien der Körper in Ruhe verbrennt. Ein schnellerer Stoffwechsel bedeutet einen höheren Grundumsatz an Energie, was bedeutet, dass der Körper auch im Ruhezustand mehr Kalorien verbrennt. Ein wichtiger Aspekt für dein Abnehmen. Dann die Fettverbrennung. Ein effizienter Stoffwechsel unterstützt deine Fettverbrennung. Wenn der Stoffwechsel gut funktioniert, geht es dem Fett an den Kragen. Dann auch die Muskelmasse. Ein gesunder Stoffwechsel hilft dabei, Muskelmasse zu erhalten und auch aufzubauen. Wichtig für dich, Muskeln verbrennen mehr Kalorien als Fett, selbst im Ruhemodus. Und übrigens, Muskeln sehen auch bei Frauen viel sexier aus als Fett. Auch die Regulierung von Hormonen. Ja, und auch der Stoffwechsel beeinflusst die Hormonregulation. Ganz wichtige Hormone, die den Hunger und das Sättigungsgefühl kontrollieren. Also wichtig gegen Heißhunger und die lästigen Gelüste. Natürlich auch Gesundheit und Wohlbefinden. Ein gesunder Stoffwechsel unterstützt viele körpereigene Funktionen und kann dabei helfen, Krankheiten vorzubeugen. Was dürfen wir auf keinen Fall tun? Was lähmt den Stoffwechsel? Hungern, auf keinen Fall. Hungern bedeutet eine gefährliche Stoffwechselanpassung. Der Körper senkt seinen Energieverbrauch, um die vorhandene Energie zu sparen und effizienter zu nutzen. Dies geschieht, um den Körper zu schützen. Hey, wir haben immer noch die Urgene in uns drin. Das müssen wir uns bewusst sein. Wenn der Urmensch zu wenig Essen hatte, musste er doch auf die Jagd gehen können. Ein absoluter Notfallmechanismus von unserer Wundermaschine Körper. Heute im Überfluss natürlich nicht cool. Fakt ist, wiederholtes Hungern und extreme Diäten können langfristig den Stoffwechsel schädigen. Der Körper hat Schwierigkeiten, nach einer Periode des Hungerns zu einem normalen Stoffwechsel zurückzukehren. Und ja, Bingo, da haben wir den Jojo-Effekt erklärt. Also, hungere auf keinen Fall. Ich kann ein Lied davon singen. Ich habe in meinem Leben wirklich schon alle Diäten ausprobiert. Ich musste schon als junge Frau auf meine Figur achten. Und ja, meine Figur ist kein Gottesgeschenk. Ich habe viele Diätfälle gemacht und meinen Stoffwechsel ruiniert. Es hat mich einige Zeit und Mühe gekostet, ihn wieder anzuheizen. Und hier erfährst du auch, wie das geht. Die Devise ist, satt essen, aber vom Richtigen. Da heizen wir deinem Stoffwechsel tüchtig ein. Meinen mühsamen Weg möchte ich dir ersparen. Ich habe mich mit Ernährung sehr auseinandergesetzt, bin fündig geworden, erfährst du auch noch am Schluss des Videos. Und dies war mein Ansporn für meine Ausbildung zum diplomierten Ernährungscoach. Dir auf dem gesunden Abnehmweg zu helfen, ist mein Ansporn, mein Herzblut, denn damit kommst du aus der Diätfalle. Und jetzt gehen wir ans Eingemachte. Meine Tipps und Tricks für das Anregen deines Stoffwechsels. Wichtig. Erstens, Vital- und Nährstoffe. Hast du gewusst, dass Vitamine an über 100.000 Stoffwechselabläufen beteiligt sind? Iss bunt, Gemüse, Salate, nicht zu viel Obst wegen dem Fruchtzucker, damit du Vital- und Nährstoffe tanken kannst. Du hast einen guten Säure-Basen-Haushalt, natürlich durch das basische Essen, das dir hilft, die Fett- und Wasserspeicher zu eliminieren. Eine Übersäuerung
verhindert nämlich das Abnehmen. Denn das Übermaß an Säure wird in Fett- und Wasserspeicher abgelagert. Zweitens, kombiniere mit viel Eiweiß respektive Proteine. Proteine benötigen mehr Energie für ihre Verdauung und Verarbeitung im Vergleich zu Kohlenhydraten und Fetten. Dieser Effekt wird als thermischer Effekt der Nahrung bezeichnet. Der thermische Effekt der Nahrung beträgt ca. 20-30% der Kalorien, die aus Proteinen aufgenommen werden. Was bedeutet das? Zum Beispiel bei der Aufnahme von 100 Kalorien aus Proteinen, der Körper braucht allein 20-30 Kalorien für den Verdauungsprozess und die Verarbeitung dieser Proteine. Hä, eine super Sache. Im Vergleich dazu haben Kohlenhydrate einen thermischen Effekt von nur 5-10%, während Fette nur etwa 0-3% aufweisen. Deshalb kann der Konsum von hochwertigem Eiweiß den Stoffwechsel anregen und zusätzliche Kalorien verbrennen. Drittens, und übrigens ein Lieblingsthema von mir, trink genügend Wasser, stilles reines Wasser, ohne einen Zusatz. Als Zusatz meine ich Zitronenschnitz, Ingwer, da auch dies verstoffwechselt werden muss. Erinnere dich, alles stoffwechselfremde Material muss in stoffwechseleigenes Material umgebaut werden. Nur Wasser kommt ohne einen Bürgen in die Zellen, ist eine Reinigung und tägliche Müllabfuhr. Wasser verhindert auch Hungerattacken, denn oft wird Hunger mit Durst missinterpretiert. Dein Körper braucht Flüssigkeit, doch du verstehst es falsch und nimmst dummes Zeugs. Trink doch einfach beim nächsten Hungergefühl 1-2 Gläser Wasser. Natürlich, zu den Mahlzeiten kann man auch ungesüßten Tee trinken, aber dazwischen nur stilles, pures, reines Wasser. Die Esspausen von mindestens 4-5 Stunden sind wichtig. Sie haben Auswirkungen auf den Stoffwechsel und verschiedene Prozesse im Körper. Hast du schon mal von der Insulinsensitivität gehört? Wenn wir dauernd was essen, muss der Körper immer wieder Insulin produzieren. Insulin ist dein Dickmacherhormon. Die Esspausen fördern die Fettverbrennung. Sehr bekannt ist hier auch das intermittierende Fasten. Das heißt, die Esspausen sind 16 Stunden und während 8 aneinanderfolgenden Stunden ist die Nahrungsaufnahme. Hier ist dann die Qualität, die Nährstoffdichte sehr wichtig. Ich bin ein Fan der Intervalle von 4-5 Stunden. Damit geht es mir am besten. Also morgen, Mittag, Abendessen meine Billionen von Zellen hochwertig füttern. Dazwischen Klappe halten und nur pures, stilles, reines Wasser trinken. Viertens, was darf nicht fehlen? Klar, die Bewegung und der Sport. Körperliche Aktivität erhöht den Energieverbrauch. Du verbrennst damit mehr Kalorien und kannst den Stoffwechsel ankurbeln. Deine Muskelmasse hat auch einen höheren Energiebedarf. Du verbrennst also auch im Ruhemodus mehr Kalorien. Und ein ganz toller und wichtiger Aspekt: regelmäßige körperliche Aktivität kann die Insulinsensitivität verbessern. Das heißt, dass die Zellen effizienter auf Insulin reagieren. Da freut sich dein Blutzuckerspiegel darüber. Fünftens, zum Schluss noch ganz simpel, aber so wichtig, genügend Schlaf. Schlafmangel hat nämlich sonst negative Auswirkungen. Veränderungen im Hormonhaushalt, der Appetit reguliert und Hungergefühl anregt. Es kann zu einem Anstieg des Blutzuckerspiegels kommen und sogar Entzündungen führen. Also ein tiefer, gesunder Schlaf für dein Abnehmen und Stoffwechsel ist äußerst wichtig. Jetzt weißt du ganz viel darüber und kannst es in deiner täglichen Ernährung einsetzen. Ich habe dir aber versprochen, dass ich dir ein Booster zur Umsetzung habe. Sozusagen ein Werkzeug für die Umsetzung, der alle meine Tipps beinhaltet. Ein rundum sorglos Paket mit einer Top-Vitalstoffversorgung, mit hochwertigem pflanzlichem Eiweiß und Ballaststoffen für eine gute Verdauung. Schau dir meine Körperreinigungen an. Simpel im Alltag durchführbar. Der große Bonus liegt in einer Körperreinigung von innen. Ja, deinem Auto gönnst du jedes Jahr einen Service. Dein Körper
benötigt dies auch, gönn ihm das. Schau dir jetzt den Link im Beschreibung an. Und bei Fragen bin ich gerne kostenlos für dich da. Es lohnt sich.